Ich bin Manuel Blintrop, ich bin Referendar am Städtischen Heinrich-Mann-Gymnasium in Köln. Ich unterrichte die Fächer Geschichte und Sozialwissenschaften und ich habe hier für die Studienfahrt der Q2 das Planspiel organisiert. Also mein Name ist Ruben, ich komme vom Heinrich-Mann-Gymnasium aus Köln und ich bin 17 Jahre alt. Zuerst haben wir eine Führung bekommen durch den ganzen Bundestag. Und dann haben wir uns Rollen gegeben, also wir sind in Politikerrollen geschlüpft. Dann haben wir uns in Fraktionen aufgeteilt. Dann sind wir halt diesen ganzen Gesetzgebungsprozess durchgegangen, haben das alles mal simuliert, was ansonsten in Wochen oder Monaten passiert. Ich finde es aber ein bisschen schwierig, die Formulierung, weil hier überall Hinweise steht. Ich finde ja grundsätzlich, dass der Gesetzesentwurf ganz sinnvoll ist. Ich bin Sophie, ich bin 17 Jahre alt und ich habe heute im Spiel Saskia Müller gespielt von der Partei für Engagement und Verantwortung, auch PEV abgekürzt. Ich bin eine 44 Jahre alte Frau, die schon einmal geschieden worden ist und ich habe eine kleine Tochter. Im Spiel war ich Matthias Botthoff und ich war im Arbeitsausschuss und da haben wir über die Details des Gesetzes beraten und haben uns in den verschiedenen Fraktionen haben wir halt diskutiert. Wir haben nur Probleme mit einmal der Formulierung, dass es... Am Ende saßen wir noch im Plenum und haben uns die Reden von allen Parteien angehört und haben dann über den Gesetzesentwurf abgestimmt. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hätte sehr gerne mitdiskutiert. Das Spiel war sehr gut aufbereitet, fachdidaktisch. Und man hat den Schülerinnen und Schülern auch angemerkt, dass sie Spaß hatten. Sie waren permanent aktiviert. Es kamen sehr gute Reden am Schluss raus. Und dass das in dieser kurzen Zeit so machbar war, hat mich persönlich erstaunt. Also mir hat das Planspiel sehr gut gefallen. Es war überhaupt nicht langweilig und so. Dann hat mir auch noch besonders gut gefallen, dass man diesen Gesetzgebungsprozess nicht nur irgendwie auf dem Papier liest und lernt, sondern dass sich sehr gut verinnerlichen kann dadurch, dass man das selber nachspielt. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass wir einfach in das Leben von den Politikern einsehen konnten und mal sehen, wie so ein Gesetzesentwurf überhaupt entsteht. Es ist verdammt viel Arbeit und es dauert auch eigentlich normalerweise 4 bis 8 Monate. Und wir haben das jetzt einfach im Schnelldurchlauf gesehen und das war super krass, das einfach mal miterleben zu können.